Politik alleine kann das nicht gewährleisten. Und deshalb ist für mich die Pflegekammer unabdingbar, weil nur so sichergestellt werden kann, dass die Pflege wie Ärzte, wie Krankenhäuser, wie Apotheken Bestandteil dieses Gesundheitssystems werden. Deshalb Pflegekammer, wir verlassen uns auf die Pflegenden und nicht auf allgemeine Politik. Willkommen zu einer neuen Folge Pflegestärke, der Pflegekammer-Podcast für NRW. Heute ist wieder mit dabei die Jette. Hallo Jette. Hallo. Und wir haben einmal den Peter Preuß bei uns. Guten Tag, Herr Preuß. Guten Tag. Hallo, Herr Preuß. Hallo, Frau Lange. Wir haben ja das Thema die politischen Sprecher und da ist heute der Herr Preuß für die CDU da. Herr Preuß, vielleicht möchten Sie sich einmal ganz kurz vorstellen. Ja, also mein Name ist Peter Preuß. Ich bin seit 2005 Mitglied des Landtages hier in Düsseldorf. Seit 2012 bin ich Sprecher der CDU-Landtagsfraktion für den Bereich Arbeit, Gesundheit und Soziales, wobei der eindeutige Schwerpunkt im Bereich der Gesundheit und Pflege liegt. Ich bin also mit dem Thema Pflege und Gesundheit überhaupt seit gut 10 Jahren jetzt beschäftigt. Privat muss ich vielleicht dazu sagen, dass ich, wenn ich jetzt mal zurückrechne, seit mindestens 30 Jahren mit dem Thema Pflege, sowohl mit der Krankenpflege als auch mit der Altenpflege zu tun habe. Ich war Vorsitzender eines Kuratoriums, das ein Altenpflegeheim unmittelbar selbst betrieben hat, war also rechtlich gesehen in der Verantwortung dafür, habe natürlich nicht am Bett gestanden, wie man so etwas salopp sagt, aber doch zumindest sehr engen Kontakt mit den Pflegedienstleitungen und natürlich auch mit den pflegenden Personen zu tun, weil es immer wieder irgendwelche Fragestellungen gab, die man dann gemeinsam erörtert haben. Das Gleiche gilt für den Bereich Krankenhaus. Ich war Vorsitzender oder bin es auch noch Vorsitzender einer Stiftung, die ein Krankenhaus unmittelbar betrieben hat. Auch da ergaben sich natürlich im Zusammenhang mit der Pflege immer wieder Fragestellungen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Das geht so ein bisschen in die Richtung der Frage, ist das Thema Pflege überhaupt im Fokus der Politik? Beschäftigt man sich überhaupt damit? Ich will damit klar sagen, dass das Thema jedenfalls bei mir, aber auch, das kann ich für meine Fraktion sagen, schon immer und immer wieder im Fokus der Themenstellung gestanden hat. Darf ich da gleich mal mit einer vielleicht etwas schwierigen Frage einsteigen, weil Sie ja gesagt haben, das begleitet Sie im Prinzip ja auch über einen schon längeren, also jahrzehntelangen Zeitraum, das Thema Pflege. Und in der Pflege wird ja auch schon sehr viele Jahre, sehr eigentlich auch schon Jahrzehnte darüber diskutiert, was Pflege eigentlich ist und wie man Pflege definiert. Was ist denn für Sie Pflege? Also es, wie Sie schon sagen, es ist schwierig, das Thema zu definieren, also genau zu bezeichnen, was ist denn damit eigentlich gemeint? Ist es jetzt eigentlich diese fachliche Komponente, also Pflege fachlich qualifiziert zu betreiben, zu machen, oder ist es mehr diese soziale Komponente, also dafür zu sorgen, dass eben pflegebedürftige Menschen auch am sozialen Leben teilhaben können, weil sie eben aufgrund auch unterschiedlicher Bedürfnisse nicht in der Lage sind, sozusagen für sich selbst zu sorgen, also für die eigene Pflege selbst zu sorgen und immer auf andere Menschen angewiesen sind. Also das ist eine schwierige Fragestellung, wenn man es von der Seite der Begrifflichkeit und der Definition der Pflege betrachten will. Aber eins ist aus meiner Sicht völlig klar, dass nämlich Pflege nicht einfach ein Beruf ist, den man macht. Natürlich mit gewissen Qualitätsvorgaben, das ist selbstverständlich. Aber es ist eben ein Dienst am Menschen und ein Dienst mit dem Menschen. Mit dem Menschen insbesondere, was doch gewährleistet, dass der pflegebedürftige Mensch am sozialen Leben teilnehmen kann. Also die Arbeit mit den Menschen. Aus meiner Tätigkeit, die ich eben beschrieben habe, die ehrenamtlich war,
weiß ich sehr genau, dass es oft das Bedürfnis gab, für die pflegebedürftigen Menschen genau diese Teilhabe ja zu organisieren. Also innerhalb der Einrichtung, ja, innerhalb der Einrichtung Veranstaltungen durchzuführen. Mhm. Aber auch für die Seelsorge zu sorgen. Ja, also dass man guckt, es ist ein Pfarrer in der Nähe oder es ist eine Schwester da, eine Ordensschwester, die sich insbesondere um die seelsorgerische Betreuung kümmert. Auch das ist ein großes Bedürfnis vieler pflegebedürftiger Menschen. Mhm. Und ich glaube, dass in dem Bereich dann auch sehr viel getan werden kann mit einem entsprechenden Engagement. Und deshalb ist eben aus meiner Sicht das nicht einfach nur so ein Beruf. Ja, ich könnte genauso gut sagen, ich bin Sparkassenangestellter, weil ich mit Menschen zu tun haben will. Ja, aber es ist doch ein ganz deutlicher Unterschied, weil sich eben eine Situation ergibt, die würde ich mal als Zuwendung zu den Menschen oder Hinwendung zu den Menschen und seinen Bedürfnissen, insbesondere im Alter, aber auch, es gibt ja auch junge pflegebedürftige Personen, also pflegebedürftige Personen generell. Und insofern würde ich, also wie gesagt, die Definition gar nicht so sehr akademisch führen wollen, sondern schlicht und ergreifend konzentrieren auf das, was die Bedürfnisse der Menschen oder auf das, was Bedürfnisse der Menschen angeht, schlichtweg fokussieren. Also nicht nur Beruf, sondern eben auch Arbeit an den Menschen, mit den Menschen. Und daraus ergibt sich im Grunde genommen die besondere Bedeutung der Pflege auch für die gesamte Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auch auf demografische Entwicklung. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen nimmt ja bekanntlich zu. Es ist eben auch über diesen Beruf eine große gesellschaftliche Aufgabe, die unsere volle Aufmerksamkeit und Wertschätzung verdient. Ja. Das, was Sie jetzt gerade zu Pflege gesagt haben, zeigt ja auch die Relevanz. Und wir haben ja auch in den letzten 2 Jahren immer wieder von einem systemrelevanten Tätigkeitsfeld gesprochen und so weiter. Und dennoch gibt es ja schon seit Jahren und Jahrzehnten, also nicht nur aktuell in der Corona-Krise oder Corona-Pandemie, gibt es ja durchaus Probleme mit den Rahmenbedingungen in der Pflege, damit Pflegende auch so arbeiten können, dass sie eben die Bedürfnisse von Pflegebedürftigen, von Patienten tatsächlich auch beantworten und befriedigen können. Wie sieht es denn da in Ihrer Fraktion aus oder in der CDU generell? Wie stellen Sie sich die politische Unterstützung vor, damit diese Rahmenbedingungen sich ändern? Also zunächst einmal muss man voranstellen, dass es ein System ist, das sich entwickelt. Mhm. Ich glaube, Pflege heute ist etwas anderes als Pflege vor 20, 30 Jahren. Das hat sich weiterentwickelt, einmal auf der fachlichen Seite, auch vom Berufsbild her hat sich das entwickelt. Auch die Akademisierung spielt eine gewisse Rolle, also das heißt Pflegewissenschaft spielt eine gewisse Rolle, Qualitätsvorgaben und so weiter und so weiter. Das will ich jetzt alles gar nicht vertiefen, aber das, was Sie ansprechen mit Rahmenbedingungen, das ist ja etwas, was uns schon seit langem beschäftigt. Mhm. Und man muss ja, glaube ich, erstmal unterscheiden, was ist unter Rahmenbedingungen zu verstehen. Wir werden gleich ja sicherlich noch über die Pflegekammer sprechen. Mhm. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, um die Situation zu verbessern. Die einzelne Pflegeperson mag das zunächst einmal gar nicht so spüren. Ja, aber ich sag mal, Politik denkt natürlich im Rahmen dieses Gesamtsystems Gesundheit, wo Pflege bisher so gut wie gar nicht vorkommt. Ja, und deshalb für uns wichtig ist, dass es eine Pflegekammer gibt, damit Pflege vorkommt. Das ist das eine. Und das andere sind Rahmenbedingungen, die uns auch ständig beschäftigen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Jetzt nicht nur mal Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mhm. Ja, ordentliche Arbeitszeiten, weniger Arbeitsdruck, flexible Dienstzeiten, sage ich jetzt mal, sodass man also auch in gewisser Weise nicht nur Vereinbarkeit und Familie, Beruf herstellen kann, sondern auch eine Work-Life-Balance. Nicht? Mhm. Also, dass man auch genügend Erholungsphase hat beispielsweise. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem. Da muss man im Grunde genommen einen Fuß in die Tür bekommen. Und ich glaube, dass Politik da auch schon eine ganze Menge geleistet hat. Also wenn ich jetzt nur daran denke, dass im Rahmen der Finanzierung in Krankenhäusern, jetzt mal in dem Falle, der Kostenblock Pflege herausgenommen worden ist aus
den DIGs. Ja. Also sie sind nicht mehr nur Bestandteil einer medizinischen Dienstleistung, sondern sie werden als eigenständigen Block angesehen und auch dann finanziert. Ich weiß, da gibt es in der praktischen Umsetzung viele Schwierigkeiten, mit denen wir uns natürlich auch befassen müssen. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass der Bereich Pflege da rausgenommen worden ist. Und das entlastet natürlich, denn wir hatten ja vorher die Situation, das Geld zu verdienen ist in den Krankenhäusern mit der medizinischen Leistung. Und dadurch wurde Pflege natürlich mehr und mehr zurückgedrängt. Mhm. Ja? Und das haben wir, das hat Politik generell erkannt und dann eben auch Abhilfe geschaffen. Das heißt, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den Druck herauszunehmen, was die Finanzierung angeht, um damit eben auch bessere Arbeitsbedingungen überhaupt erstmal zu ermöglichen. Und im Übrigen ist es natürlich so, dass alles das, was die Rahmenbedingungen eines Arbeitsverhältnisses betrifft, ja nicht von der Politik geregelt wird, sondern das ist ja Sache der Tarifpartner. Mhm. Also der Arbeitgeber verhandelt mit der Gewerkschaft oder mit den Mitarbeitervertretungen, die es in den einzelnen Bereichen eben gibt, über Gehalt, über Arbeitszeiten und überhaupt die gesamten Rahmenbedingungen. Da hat Politik auch wenig Einfluss. Wir müssen nur dafür sorgen, dass Pflege sichergestellt wird, und zwar in einem vernünftigen Rahmen. Deshalb gibt es ja auch Personaluntergrenzen beispielsweise. Und ich habe gerade in den letzten Jahren immer wieder bei allen möglichen Gelegenheiten erlebt, wie man genau da ran wollte. Das wollte man aufweichen, so nach dem Motto, wir haben viel zu wenig Personal. Mhm. Und deshalb müssen die, die da sind, mehr arbeiten, so ungefähr. Diese Fachkraftquote von 50% muss aufgehoben werden, ja, oder aufgeweicht werden zumindest. Mhm. Wir haben uns, das gilt für meine Fraktion, das gilt aber sicherlich auch für andere Fraktionen, immer dagegen gewehrt, weil wir gesagt haben, Qualität spielt auch eine große Rolle. Wir müssen immer auch dafür sorgen, dass die einzelne Pflegeperson nicht überlastet wird mit den Anforderungen, die wir an sie stellen. Und deshalb haben wir auch immer dafür gekämpft, dass es dabei bleibt. Und ist ja immer noch Thema, das Thema Personaluntergrenze, dass also auch gewährleistet wird, dass immer genügend Personal in den Einrichtungen vorhanden ist. Also das Thema Rahmenbedingungen wird uns weiterhin doch intensiv beschäftigen. Und ich denke, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Was mich so ein bisschen stört, ist natürlich, dass das alles so lange dauert. Also bis mal die Entscheidungsprozesse durchlaufen sind, ja, und am Ende eine Entscheidung steht. Ich weiß, in der letzten Legislaturperiode, das ist ja jetzt auch schon 10 Jahre her, war das Thema Generalisierung immer ein Thema. Generalisierung in der Pflege, also die Ausbildung in der Pflege. Ja. Immer ein Thema. Und ich weiß nicht, wie oft ich in Berlin war, um das Thema anzusprechen mit unseren dort vorhandenen Sprechern. Das war der Herr Gröhe, das war der Herr Spahn und andere, mit denen dann immer diese Themen besprochen worden sind. Wie lange sowas dann dauert, bis es dann am Ende beschlossen ist. Nicht? Und wir sind ja jetzt erst in dieser Legislaturperiode dabei, das, was da in Berlin beschlossen worden ist damals, umzusetzen. Ja, ja, und haben dafür auch sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen. Ja, also das war ja nicht zum Nulltarif zu bekommen. Die Pflegeausbildung, da ist sehr viel Geld hineingeflossen. Mhm. In die Pflegeschulen ist sehr viel Geld hineingeflossen. Alles eine Folge der Generalisierung, denn machen wir uns nichts vor, die Krankenpflege war da bislang immer etwas priorisiert. Und die Altenpflege musste nachziehen. Allein die Finanzierung des Ausbildungsgeldes, das war schon ein riesen Unterschied. Nicht? Das eine wurde von den Krankenkassen bezahlt und das andere musste irgendwie Politik nachlegen. Das ist Gott sei Dank im Zuge der Generalisierung jetzt auch aufgehoben, dass wir da eine Gleichwertigkeit auch haben in der Ausbildung. Mhm. Aber jetzt habe ich schon wieder so viel Dinge angesprochen. Genau, es ist haufenweise Punkte angeschnitten. Ja. Ja, also mich würde interessieren, es ist ja so langsam so auch ein Wechsel, merkt man auch in der Politik. Jetzt möchte man nicht nur mehr über die Pflege reden, sondern auch mit der Pflege. Mich würde mal interessieren, warum hat das so lange gedauert? Und warum haben Sie in der Politik so lange gebraucht, uns mit an den Tisch zu holen? Warum wurde es nicht eher gemacht? Also zunächst einmal muss ich sagen, mal abgesehen davon, dass ich ja vor 30 Jahren schon mit dem Thema zu tun hatte und mit Pflegeleuten gesprochen habe, seitdem ich Sprecher der Fraktion bin für diesen Bereich, habe ich unzählige Termine gehabt, unzählige Gespräche
mit den Pflegenden gehabt. Die waren natürlich organisiert in Form von Verbänden. Und ich würde auch im Nachhinein betrachtet sagen, dass die Anzahl der Gespräche mit den Pflegeverbänden sicherlich höher ist als die Gespräche mit anderen Verbänden aus dem Sozialbereich. Also wir haben sehr intensiv miteinander gesprochen und haben viele Dinge eben auch mit nach Berlin nehmen müssen, ja, und versucht, sie, soweit wie sie in unserer Zuständigkeit hier im Land war, auch zu regeln. Also das Thema Pflege ist seit langem im Fokus und ich glaube, es ist auch immer angekommen hier, das Thema, sodass wir also auch darüber sprechen konnten und Dinge in die Wege leiten konnten. Dass bestimmte Dinge, ich habe eben die Generalisierung genannt, die aber mehr in Berlin gelaufen ist, bestimmte Dinge wie die Pflegekammer zum Beispiel, ja auch über Jahre hinweg ja diskutiert worden sind. Seit 97. Seit 97, genau. Also ich seit 2012, da hab ich das Thema sozusagen auf den Tisch bekommen. Seitdem ist das Thema auf der Tagesordnung. Und es ist ja gerade erst, also im vorigen Jahr, beschlossen worden. Nicht? Die Errichtung der Pflegekammer. Und jetzt kommt es darauf an, dass sie sich weiterentwickelt. Ja? Aber sie sind natürlich durch die Corona-Pandemie so ein Stück weit ausgebremst worden. Deshalb haben wir ja dann nochmal das Gesetz verändert, was die Fristen angeht, sodass man mehr Zeit bekommt für die Errichtung der Pflegekammer. Und es wird jetzt ganz wesentlich gar nicht so sehr auf Politik ankommen, sondern auf die Pflegenden selbst. Ja, wie sie die Pflegekammer nur im Detail auch tatsächlich leben oder ausgestalten. Wie würden Sie sich denn die Zusammenarbeit mit der Pflegekammer vorstellen? Also was glauben Sie, wie das funktioniert oder wie der Ansatz aussehen soll? Also ich denke, dass wir in der Politik genauso gut Kontakt haben werden zur Pflegekammer, wie wir das beispielsweise zur Ärztekammer oder zur Apothekerkammer haben. Auch zur Psychotherapeutenkammer. Das sind ja Organisationen, also Kammern, die eine wesentliche Rolle spielen im Gesundheitssystem und deshalb auch wichtige Ansprechpartner für uns in der Politik sind. Es ist selbstverständlich, dass bei Gesetzesvorhaben aus den verschiedensten Bereichen, jetzt sage ich mal Gesundheit, und da ist dann in der Regel auch die Pflege dabei, zu allen Gesetzentwürfen auch Anhörungen stattfinden, zu denen dann auch die Kammern eingeladen werden müssen. Pflichtig. Ja, die müssen dazu eingeladen werden. Und dazu gehört dann eben auch die Pflegekammer. Das heißt, zu allen Gesetzentwürfen, die im weitesten Sinne etwas mit Pflege zu tun haben, müssen also sozusagen im Durchlauf auch die Pflegekammer berühren. Das heißt, auch die werden dann ihre Stellungnahmen abgeben und daraus ergeben sich dann zwangsläufig die notwendigen Kontakte zur Politik, weil man natürlich dann auch darüber spricht und sich natürlich auch einbringt. Wenn man sagt, ja, brauchen wir ja eigentlich, wir haben ja genug Verbände, die können das ja genauso, die sprechen ja auch mit uns. Ja, natürlich können die das. Das können die natürlich. Dafür sind sie auch da. Aber sie sind nicht Bestandteil dieses Gesundheitssystems und dieses Verfahrens, zum Beispiel im Zusammenhang mit einem Gesetzgebungsverfahren. Also man muss sicherlich hier unterscheiden. Verbände sind Lobbyisten. Die vertreten die Interessen ihrer Mitglieder. Und nicht insgesamt der Pflege, sondern ihrer Mitglieder. Die Kammer ist eine Institution des öffentlichen Rechts. Das heißt, es ist eine staatliche Organisation. Die Politik gibt gewissermaßen Zuständigkeiten ab an die Pflegekammer, beschreibt, was sie tun soll. Und die Pflegekammer macht es dann in eigener Zuständigkeit sozusagen selbstverwaltend. Und deshalb ist es ganz wichtig zu erkennen, dass wir in einem Gesundheitssystem leben, das von der Selbstverwaltung geprägt ist. Das heißt, wir haben die Ärzte, wir haben die Krankenhäuser, wir haben die Krankenkassen und wir haben dann demnächst auch hoffentlich die Pflege, die dann mit am Tisch sitzt. Und das ist dann auch zwangsläufig so. Die kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Ich kann mich nicht erinnern, dass in den vergangenen Jahren irgendeine Entscheidung getroffen worden wäre, an denen
die Pflege, wer das denn dann auch immer ist, ja, beteiligt gewesen wäre. Gibt's nicht. Mhm. Der Nachweis müsste erbracht werden, aber es gibt meines Erachtens keinen Fall, wo man sagen könnte, hier ist die Pflege zumindest formal ordentlich beteiligt worden. Mhm. Während, wenn ich das Kammersystem habe, die Pflege beteiligt werden muss. In allen möglichen Gremien übrigens. Das ist ja nicht nur der Parlamentsbetrieb, sondern Ethikkommission und alle möglichen Institutionen, die es da so gibt. Ja, genau. Alter und Teilhabe zum Beispiel. Ja, genau. Sie haben ja gesagt, also wenn es zu Gesetzesvorhaben kommt, würde dann die Pflegekammer genauso Stellungnahmen abgeben können wie jetzt zum Beispiel Ärztekammern. Ja. Nun geben ja auch Berufsverbände Stellungnahmen ab. Würden Sie denn die Stellungnahme einer Pflegekammer anders werten als die Stellungnahme eines Berufsverbandes in der Pflege? Ja, nicht unbedingt. Ich muss ja als Politiker zu eigenen Entschlüssen kommen. Muss mir ja meine Meinung bilden. Aber ich denke mal, eine Kammer ist eben nicht von spezifischen Interessen geleitet, sondern sie muss, sagen wir mal, die Pflege insgesamt im Auge haben. Also es ist ein Unterschied, ob ich einem Verband angehöre oder einer Bürgerinitiative. Ja? Ja. Eine Bürgerinitiative vertritt sozusagen ein Einzelinteresse, ein Interesse bezüglich eines bestimmten Projekts beispielsweise. Als Verband vertreten habe ich die Interessen sämtlicher Mitglieder zu berücksichtigen. Ich muss ja irgendwie einen Ausgleich finden vielleicht. Ja? Also das wäre jetzt hier bei der Pflegekammer ganz genauso. Die Pflegekammer ist eine öffentlich-rechtliche Einrichtung, hat eben nicht wie ein Lobbyist aufzutreten, sondern muss sozusagen stellvertretend für den Gesetzgeber hierzu eine Stellungnahme erarbeiten. Mhm. Weil die auch aufgrund ihrer Tätigkeit in der Kammer, ich weiß das von der Ärztekammer sehr genau, die wissen ganz genau, aufgrund der vielen Fälle, die sie so kriegen und haben, beobachten, wo es Missstände gibt, wo dringend Handlungsbedarf besteht und so weiter. Und das können die natürlich dann auch in zuverlässiger Weise auch der Politik vermitteln und sagen, da muss jetzt was geschehen. Ja? Genauso wie dann Politik sich da auch rückkoppeln kann und nachfragen kann, wie sieht das denn da eigentlich aus? Ja? Und das ist mir in der Tat mehr wert, sozusagen diese Objektivität und diese Ausgewogenheit bezogen auf die gesamte Gruppe Pflege, wichtiger als ein Einzelinteresse. Das muss man ganz klar sehen. Mhm. Aber natürlich liefern auch Lobbyisten oder auch Einzelvertreter wertvolle Hinweise. Das kann ich ja nicht in Abrede stellen. Ja. Wie Sie es ja vielleicht mitbekommen haben, steht ja die SPD dafür ein, dass es zum Thema Pflegekammer eine Urabstimmung gibt. Wie steht denn die CDU zu dem Thema Urabstimmung? Na, für uns ist das Thema erledigt. Es ist eine repräsentative Befragung durchgeführt worden. Urabstimmung war gar nicht möglich, weil die Daten einfach auch nicht vorlagen. Ja. Und nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist eben dieses Verfahren auch durchaus valide. Und das war für uns der Maßstab. Übrigens für mich nicht unbedingt. Es war zwar am Ende so geregelt, dass wir eine Befragung durchführen wollten. Ich persönlich habe diese Befragung allerdings, sage ich ja ganz offen, nicht für notwendig gehalten, weil es letztlich eine politische Entscheidung ist, ob man eine Pflegekammer will oder nicht. Mhm. Das kann man allerdings auch anders sehen. Ich habe mich da jetzt nicht verkämpfen wollen, aber die Frage der Abstimmung, Urabstimmung ist für mich nicht die entscheidende Frage. Viel wichtiger ist eigentlich die Frage, dass wenn es diese Kammer gibt, dass dann auch die Pflegepersonen selber, ja, selber entscheiden und gestalten, was die Pflegekammer machen soll und machen wird. Was natürlich auch unangenehm irgendwann ja für politische Träger werden könnte. Also ich meine, der Auftrag ist klar, die pflegerische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Und Sie haben ja schon gesagt, es ist viel Geld da auch reingeflossen bereits in den Pflegebereich. Das wird nicht weniger werden, wahrscheinlich in der Zukunft. Was natürlich auch wiederum ja gerade politische Entscheidungsträger dann wieder vor Herausforderungen stellen wird, wenn dann quasi noch eine Organisation dazu kommt und sagt, ja Moment, also dieser Bereich ist aber auch sehr wichtig und systemrelevant, wie wir ja gelernt haben. Hier braucht es auch Gelder. Also das kann durchaus ja auch unangenehmer werden. Ja, weiß nicht, ob Sie das meinen. Glaube nicht. Also wir wollen ja nicht Verantwortung abschieben. Mhm.
ja, sondern wir wollen die Verantwortung denen überlassen, die etwas davon verstehen. Mhm. Ja, also sie können viel besser beurteilen, was Pflege ist und auch definieren von mir aus, unsere Eingangsfrage. Ja, das kann Politik aber nicht. Ja, und ich habe erhebliche Zweifel, ob Politik in der Lage ist, die Probleme der Pflege zu lösen. Weil das immer auch von politischen Interessen begleitet ist, während eine Kammer sich stark fokussiert auf die Bedürfnisse der eigenen Mitglieder, also auf die Pflegepersonen bezogen und kann deshalb wertvolle Hinweise geben. Also wenn ich zum Beispiel sage, wir müssen etwas für die Ausbildung tun. Das war jetzt Ihr Beispiel. Mhm. 250 Millionen Sonderinvestitionsprogramm für die Pflegeschulen Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir müssen etwas für die Ausbildung tun. Politik hat das Problem erkannt. Wir haben zu wenig Personal und so weiter und so weiter. Also müssen wir es auch ausbilden. Aber wo? Ja, die Krankenhäuser kriegen über Investitionsprogramme Geld und wir müssen dann auch sehen, dass die Pflegeschulen dann auch Geld bekommen, um dann eben auch vernünftige Angebote machen zu können. Also jetzt nicht Lehrinhalte, sondern eben auch in Gebäuden und so weiter. Es müssen ja die Plätze vorhanden sein und geschaffen werden. Und da gebe ich Ihnen völlig recht, da ist die Politik nach wie vor gefordert. Damit hat die Pflegekammer ja nichts zu tun. Die stellt das Geld ja nicht zur Verfügung. Das muss ja die Politik machen. Das ist völlig klar. Aber die Frage, wie eine Pflegeschule organisiert sein muss, wie sie ausgestattet sein muss, welche Lehrinhalte dort vermittelt werden, das ist bitteschön nicht Sache der Politik, sondern der Pflegekammer, die natürlich dann auch wieder Expertise abholen muss an Universitäten und. Ja, genau. Völlig klar. Aber zu sagen, Politik soll entscheiden darüber, was da nun Sache ist, was da jetzt gemacht werden soll oder so, das halte ich für verfehlt. Geld müssen sie natürlich zur Verfügung stellen, das ist klar. Aber es ist dann in der Tat Sache der Pflegekammer zu entscheiden, was sind denn die Ausbildungsinhalte, die wichtig sind für eine Abschlussprüfung. Was muss ich denn alles vermitteln, damit der Betreffende eine Abschlussprüfung hinlegen kann, die dann auch tragfähig ist und ihn beruflich sozusagen weiterbringt. Ja. Also die Arbeit an dem Berufsbild ist eine ganz wesentliche Aufgabe, die die Pflegekammer haben wird. Definitiv, genau. Denn den Fachkräftemangel in dem Bereich werden wir ja nur bekämpfen können, wenn wir den Beruf attraktiv wie möglich machen. So, ich stelle mir dann immer einen jungen Menschen vor, der in der Orientierungsphase ist, berufliche Orientierung, und dann überlegt, ja, was wird er denn überlegen? Der wird doch sagen, was muss ich da machen? Was verdiene ich da? Wie komme ich weiter? Welche Aufstiegschancen habe ich? Also ein Beruf, der mit 20 Jahren sozusagen endet. Ich habe das selbst mal erlebt, ja, wo ich dann keine weiteren Aufstiegsmöglichkeiten mehr hatte. Ja, bin ich umgestiegen und habe was ganz anderes studiert. Ja, also das ist eine wesentliche Frage, ein klares Berufsbild vor Augen zu haben, jemandem zu vermitteln, was er mit diesem Beruf anfangen kann und ja, welche Aufstiegsmöglichkeiten er hat, um es etwas vereinfacht zu sagen. Ja, ja, genau. Ja, das ist definitiv dann in jedem Fall Aufgabe der Kammer, das auch nochmal ganz klar zu machen. Und da auch nochmal zu schauen, welche Durchlässigkeiten gibt es denn vielleicht auch innerhalb der unterschiedlichen Ausbildungssysteme, ne? Ob man jetzt nun außerhalb des akademischen Bereichs oder im akademischen Bereich weitergehen möchte, das definitiv. Dustin, hast du denn noch eine Frage zur Pflegekammer? Zur Pflegekammer, ja, Sachen, die ja mit quasi indirekt zu tun haben. Ich meine, die Pflegekammer wird ja auch die Aufgabe mit, die Ausbildungsgestaltung ja auch mit übernehmen, Prüfungen zum Beispiel übernehmen. Was mich aber, weil wir gerade jetzt so ganz oft darüber gesprochen haben, über die Generalistik. Ich weiß nicht, wie weit Sie da in diesem Thema drin sind. Aktuell ist es ja so, dass ja viel mehr auch auf die Praxisorte abgelegt werden soll für die Ausbildung, dass halt viel mit Praxisanleitern gearbeitet werden soll und dass die oft auch Sachen vermitteln sollen. Da frage ich mich, Sie haben ja jetzt mit die Generalistik auf den Weg gebracht, wie stellen Sie sich das vor? Also wenn man selbst an der Basis arbeitet, dann weiß man, ja, Praxisanleiter da haben ist schön und gut, aber oftmals hat man mit dem Praxisanleiter, der für einen zuständig ist, überhaupt keinen Dienst. Entweder ist der Praxisanleiter krank oder es fehlt einfach die Zeit dafür,
dafür, den Schülern was beizubringen. Wie will man dann nachbessern? Und vor allem, wie will man das, die Leute dazu bekommen, auch die Fachweiterbildung zum Praxisleiter zu machen? Weil oftmals sind das vielleicht gerade mal 70 oder 100 Euro Unterschied im Gehalt. Das ist ja gar nichts. Klar, eine Teilaufgabe wieder von Gewerkschaften, werden sie jetzt sagen, wegen dem Gehalt. Aber wie will man die Qualität der Ausbildung halten, wenn keine Praxisleiter da sind, um die Auszubildenden anzulernen? Das ist eine Frage, die kann ich Ihnen kaum beantworten, weil das natürlich jetzt auch eine organisatorische Frage ist, wie man die Generalistik umsetzt. Also die Überlegung war ja eigentlich, so wie ich das eben angedeutet habe, mit dem Berufsbild, also zunächst einmal anzufangen, eine generalistische Ausbildung zu betreiben und dann die Leute entscheiden zu lassen, in welche Richtung sie nun eigentlich gehen wollen. Ich glaube, das ist grundsätzlich erstmal eine sinnvolle Sache. Und das war eigentlich das Grundanliegen der Politik. Das war damals der Grund, warum man die Generalistik angestrebt hat. Also keinen Unterschied zu machen zwischen Altenpflege und Krankenpflege, sondern, ich habe das ganz am Anfang mal gesagt, eine gewisse Gleichwertigkeit herzustellen. Und das beginnt eben in der Ausbildung. Wobei völlig klar ist, aber das gilt für jeden Beruf, irgendwann muss man sich spezialisieren. Ja, und nach einer gewissen Zeit hat man dann eben die Möglichkeit, gehe ich in die eine oder gehe ich in die andere Richtung. Also das war die grundsätzliche Überlegung. Mit den Praxisanleitern, ja, das ist natürlich erstmal logisch, dass man möglichst viel Praxis, praktische Kenntnisse in die Ausbildung bringen will. Ich glaube, das ist grundsätzlich auch ein Erfolgsrezept. Und jetzt muss man mal die Frage stellen, wenn Sie sagen, es gibt zu wenig Praxisanleiter, wo kann man die Praxisanleiter gewinnen? Wo können wir die herbekommen? Wo ist eventuell das strukturelle Problem? Ist es die geringe Bezahlung oder ist es einfach, die Leute sind nicht da? Oder hängt es damit zusammen, dass sich das noch nicht genügend entwickelt hat im Sinne der Generalistik, die ja am Anfang stand? Und dann muss das Problem angegangen werden. Aber das ist eigentlich auch wiederum eine Sache, die ganz gut zum Aufgabenspektrum einer Pflegekammer gehört, muss ich sagen. Also jetzt mal Hand aufs Herz, Herr Janning. Glauben Sie, dass die Politik diese Frage regeln kann? Tatsächlich glaube ich das nicht. Ich glaube auch, dass viele Veränderungen von uns herbeigeführt werden müssen, dass wir diejenigen sein müssen, die es anstoßen müssen. Aber ich glaube, dass wir das nur erreichen können, wenn die Politik offen für die Pflege ist und auch wirklich mit ihr vorhat, Hand in Hand zu arbeiten. Wir haben leider viele Jahre lang erlebt, dass Entscheidungen über die Pflege hinweg entschieden worden sind oder dass gute Ansätze da waren, die aber dann, sobald es dann in Verhandlungen ging, mit Koalitionsverhandlungen, dass die dann über Bord geworfen worden sind. Das ist auch der Grund, warum so eine große Verdrossenheit auch gegenüber der Politik von Pflegern und Pflegerinnen auch dann entgegengebracht wird. Und da sollte man halt auch mit einem Augenmerk drauf haben. Wenn Sie wirklich was in der Pflege was verändern wollen, dann muss die Politik ganz klar signalisieren, wir sind dafür bereit. Und wir sind dafür bereit, auch Sachen zu verändern und nicht erst 4 Jahre oder 10 Jahre. Das ist einfach jetzt in unserer jetzigen Zeit einfach zu lang. Das muss schneller passieren. Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube, das habe ich eben auch schon mal zum Ausdruck gebracht. Also wir müssen sicherlich vieles verändern. Und Wester Fellhaus, der damalige Beauftragte der Bundesregierung für die Pflege, hat das mal auf einer Podiumsdiskussion zu meiner Überraschung, weil ich das etwas differenzierter gesehen hatte, ganz klar gesagt, also da müssen wir jetzt radikal ran. Ja, und am Ende musste ich ihm recht geben, wenn wir das Thema Pflege in den Griff bekommen wollen, das war so allgemein zu sagen, müssen wir uns an Veränderungen herantrauen. Wir müssen das dann auch machen und wir haben völlig recht, die Politik muss dafür offen sein. Aber jetzt sage ich auch, da spielt die Pflegekammer in meinen Augen eine ganz entscheidende Rolle. Sie haben gerade selber gesagt, dass viele Entscheidungen getroffen worden sind über die Pflege, über die Köpfe der Pflegenden hinaus. Oder hinweg, besser gesagt. Ja, aber es kann nicht sein, wenn es eine Pflegekammer gibt, dann wird das nämlich nicht passieren. Jedenfalls nicht passieren können. Theoretisch kann Politik alles entscheiden. Das Parlament ist da absolut frei, selbstverständlich. Aber die Praxis ist eine andere. Die Praxis ist wirklich eine andere. Die Kammern sind, wenn Sie so wollen, staatliche Institutionen.
öffentlich-rechtliche Institutionen. Die sind auf der einen Seite an Recht und Gesetz gebunden, unterliegen auch einer gewissen Rechtsaufsicht, ist klar. Irgendeiner muss ja immer den Hut aufhaben. Ja, aber es kann nicht sein, dass eine staatliche Institution die andere sozusagen außen vor lässt oder ausspielt, sondern das ist dann ein Zusammenwirken, genau das, was Sie gerade eingefordert haben. Und dafür muss Politik offen sein. Und ich glaube, dass wir durch diesen Richtungsbeschluss oder die Entscheidung darüber, das Gesetz zu schaffen, dass wir genau damit diese Voraussetzung erfüllen. Gehen wir doch mal weg von der Pflegekammer hin zur nächsten Zukunft, nämlich die Zukunft in den nächsten Jahren. Wie stellt sich denn die CDU in NRW die nächste Legislaturperiode vor in Bezug auf die Pflege? Was haben Sie denn für Ideen und Konzepte? Da weiß ich nicht, ob ich der richtige Ansprechpartner bin, denn ich werde in der nächsten Legislaturperiode leider nicht mehr dabei sein. Aber Sie können sicher sein, dass das Thema Pflege auch weiterhin auf der Tagesordnung stehen wird. Es wird vor allen Dingen um die das Anwerben oder das Anwerben von Fachkräften gehen. Das heißt, den Beruf attraktiv machen. Wir setzen da sehr stark natürlich auf die Tarifpartner. Das müssen wir. Nicht? Im Rahmen der Tarifautonomie, die ja auch verfassungsrechtlich verankert ist, die rechtlichen Rahmenbedingungen eines Arbeitsverhältnisses, und dazu zählen eben die Arbeitsbedingungen einschließlich Gehalt, von den Tarifpartnern festgelegt werden. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen, ich sag mal Gott sei Dank, gerade im Bereich der Pflege, eine hohe Tarifbindung. Ja? Obwohl im Bund ja damals der Mindestlohn für die Pflege beschlossen worden ist. Das gilt aber dann bezogen auf Nordrhein-Westfalen nur für die Ausreißer, ja, und nicht für die, die sich brav verhalten und an die Regeln halten, sprich an die Tarifverträge. Und diejenigen, die sich erlauben, unter Tarif zu bezahlen, die werden auf Dauer keine Pflegekräfte mehr bekommen können, weil der Markt eben so ist, dass man dahin geht, wo man eben die besseren Arbeitsbedingungen vorfindet. Und zu den Arbeitsbedingungen gehört auch, dass eben über Arbeitszeiten gesprochen wird, überhaupt über Rahmenbedingungen. Flexible Arbeitszeitmodelle müssen installiert werden. Aber auch hier müssen wir auf die Tarifpartner setzen. Es wird aber eine politische Forderung sein, weil wir nur so sicherstellen können, dass dieser Beruf auch attraktiv ist. Es nutzt mir nichts, wenn die Bedingungen so schlecht sind, ja, dass da kein Interesse daran besteht, diesen Beruf zu erlernen. Ja. Also in dem Bereich wird man was tun müssen. Die Pflegekammer ist ein ganz wichtiges Instrument. Ich hätte mir sehr gewünscht, wir würden das noch in dieser Legislaturperiode hinbekommen, aber Corona hat uns da leider einen Strich durch die Rechnung gebracht. Außerdem, das wissen Sie selbst, hier gibt es ja auch gewisse Schwierigkeiten, weil es da auch Widerstände gibt, weil es offenbar noch nicht gelungen ist, darzustellen, was die Vorteile einer Pflegekammer sind. Und vieles von dem, was wir jetzt auch erörtert haben, das ist natürlich für die Thebaner ist das natürlich schon klar, aber für den Außenstehenden, der wird sich sagen, was habe ich damit zu tun? Ja. Na, die Befürchtung ist ja, genau, das stimmt. Und die Befürchtung ist ja tatsächlich, dass, also gerade auch von den kammerkritischen eingestellten Pflegefachpersonen, dass sich die Politik ihrer Verantwortung entledigen möchte, indem sie eine Pflegekammer etabliert. Ich weiß nicht, vielleicht wollen Sie dazu ja was sagen. Also würden Sie sagen, Sie entledigen sich Ihrer Verantwortung als Politiker? Ja, in gewisser Weise schon. In gewisser Weise ist das natürlich so, weil ich sage, die Fragen, die wir hier besprechen, die alle Pflegenden eigentlich betreffen, sollen doch bitte von denen entschieden werden, gelöst werden, die etwas davon verstehen. Also ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ich mal in einer Stiftung aktiv tätig war, aber ich bin von Beruf Rechtsanwalt. Ich habe von Pflege keine Ahnung. Das heißt, ich musste mich in meiner Eigenschaft als verantwortliche Person immer natürlich auch schlau machen bei den Pflegeleuten, also praktisch bei der Pflegedienstleitung, aber auch mit den einzelnen pflegenden Personen und mir deren Expertise sozusagen anhören. Aber Ahnung von Pflege hatte ich nicht. Und ich stelle nochmal die Frage, also wenn man meint, Politik hätte die Verantwortung, dann soll man auch gleichzeitig die Frage beantworten,
ob Politik überhaupt in der Lage ist, die Probleme der Pflege zu lösen. Ja, also ich würde ja sagen, man sieht es nein, aber die Argumentation der kammerkritischen Leute ist ja vornehmlich, dass quasi das Kind in den Brunnen gefallen ist, also dass die Pflege nichts dafür kann, ne? Das ist ja nicht die Schuld der Pflege, ist, dass die Bedingungen jetzt so sind, wie sie sind, die Pflege aber dafür halten, ja, das ist die Argumentation derjenigen, die kritisch gegenüber der Kammer eingestellt sind, das ist jetzt nicht zwangsläufig meine Argumentation, aber dass quasi diejenigen, die nichts dafür können, jetzt über eben die Pflegekammer das Kind wieder aus dem Brunnen herausholen müssen. Also diejenigen, die nicht Schuld getragen haben, müssen jetzt dafür gerade stehen. Das ist quasi die Argumentation, die man immer auch wieder hört. Also das Narrativ, was man immer wieder hört. Ja, was soll denn die Alternative sein? Dass die Politik den Karren selbst aus dem Dreck ziehen soll, obwohl sie dazu gar nicht in der Lage ist? Also das heißt, ja, genau. Die Situation wird nur noch schlechter. Ja. Nein, selbst wenn es eine schlechte Situation gäbe, die die Politik zu verantworten hat, ja, dann wäre es ja trotzdem richtig, jetzt die Notbremse von mir aus zu ziehen und sagen, jetzt machen wir eine Pflegekammer, damit es von denen gelöst wird, die es besser können. Ja. Sehen Sie mal, ich bin Rechtsanwalt, sagte ich. Ich bin Mitglied der Rechtsanwaltskammer und ich kann nur sagen, in meinem ganzen Berufsleben habe ich nur von der Kammer profitiert. Was Ausbildung, Weiterbildung, irgendwelche Zertifikate anging, bis hin zu der Bezahlung der Auszubildenden. Da gab es Vorgaben. Ja. Da waren die Prüfungsinhalte oder die Lehrinhalte, wir waren genau festgelegt, bis hin zu disziplinarrechtlichen Dingen, die, sagen wir mal, dafür gesorgt haben, dass dieser Berufsstand ein relativ hohes Ansehen in der Bevölkerung hat. Das gilt für die Ärzte ganz genauso. Das gelingt nur über dieses Prinzip der Selbstverwaltung, also der Selbstdisziplinierung, wenn man so will, und der Selbstverwaltung, weil es da Menschen sind, die was davon verstehen und das am besten selber auch regeln können. Also wie gesagt, ich habe davon nur profitiert. Und wenn ich jetzt den Umkehrschluss mache, das, was Sie eben gesagt haben, wenn ich die Anwaltskammer nicht gäbe, wenn ich die Anwaltskammer, also kann man auf die Ärztekammer genauso beziehen, dann hätten wir, glaube ich, im Gesundheitswesen oder auch in anderen Bereichen, also im Rechtswesen, hätten wir ein Riesenchaos, weil nämlich im Grunde genommen jeder machen würde, was er so für richtig hält, was er gerne machen möchte. Es wäre keine rechtlich verbindliche Regelung da. Und Politik würde immer nur an bestimmten Symptomen kurieren. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Immer hier ein bisschen was regeln, da ein bisschen was regeln. Erleben wir ja jetzt auch in Sachen Pflege. So, und das muss jetzt mal zusammengebunden werden und das müssen wir mal denen überlassen, die was davon verstehen. Dazu Pflegekammer, Selbstverwaltung und auch mit allen Rechten ausgestattet, ja, wobei das alles noch in der Entwicklung ist. Ja, das ist natürlich völlig klar, wenn jetzt einer sagt, ja, haben wir ja alles noch gar nicht oder so, ja, natürlich nicht. Es muss sich ja jetzt erstmal entwickeln und das ist sicherlich auch ein etwas längerer Prozess, zu dem dann allerdings auch alle mitgehen müssten. Das ist ein Punkt. Das ist eine Frage der Überzeugungsarbeit. Ja, genau. Dustin, haben wir denn noch höhere Fragen, die irgendwie gerade auf das Thema passen? Eine Frage haben wir durchaus noch, die hatten wir auch in der letzten Runde schon gefragt. Vielleicht können Sie ja was dazu sagen. Und zwar geht es da um die Personaluntergrenzen. Wir haben uns ja viel mit Kliniken unterhalten, für Altenheime. Ist da irgendwas geplant? Weil alle reden immer nur über Krankenhäuser und Funktionseinrichtungen, aber keiner spricht über die Altenpflege, weil da ist es ja genauso. Ne? Da brauchen wir eigentlich auch eine Mindestbesetzung, damit das auch läuft. Geplant ist da schon was. Es ist immer wieder eingefordert worden und es sollte auch eigentlich schon in der letzten Legislaturperiode geregelt werden, also Bundesebene. Wir in Nordrhein-Westfalen sind dafür und es kommt darauf an, dass es jetzt so bald wie möglich auch umgesetzt wird. Aber ich vermute, dass durch diese Corona-Geschichte der Bundesgesundheitsminister zurzeit was anderes im Fokus hat als das Thema Pflege jetzt im Sinne von, da muss dies oder jenes noch geregelt werden. Da ist ja noch einiges offen. Ja. Nicht?
Da kommen wir wieder zum Thema, es dauert alles länger, als man es eigentlich will und braucht. Aber für uns ist nochmal, das will ich nochmal ganz klar sagen, sowohl im Krankenhausbereich als auch in Altenpflegeeinrichtungen wichtig, dass die Arbeit, die dort geleistet wird, von hoher Qualität ist. Also der Qualitätsanspruch ist vorhanden und den wollen wir nicht auflösen, indem wir sagen, wir brauchen weniger Personal oder es reicht weniger Personal. Sondern wir müssen die Qualität unter anderem auch über diese Personaluntergrenze sicherstellen. Ja, Sie können Qualität gar nicht anders sicherstellen. Also je weniger Leute sind, desto weniger Qualität kann man auch fahren. Das ist so. Und da haben Sie völlig recht, das wissen Pflegefachpersonen wesentlich besser und konkreter und aus eigener Erfahrung als jemand, der eben nicht am Bett gearbeitet hat, um das wieder aufzugreifen. Haben wir noch was? Tatsächlich aus dem Pool der habe ich die meisten Fragen habe ich quasi schon mittendrin gestellt, deswegen können wir diesen Punkt so einigermaßen überspringen, aber mit der Generalistik schon angesprochen, ja. mit den Schülern und den Praxisanleitern, dann haben wir jetzt gerade über die Personaluntergrenze in den Altenheimen gesprochen, ja, und über die Studiengänge haben wir auch schon gesprochen, von daher jetzt so pauschal nichts. Über die U-Abstimmung haben wir auch gesprochen. Eine der Hauptfragen ist eigentlich immer, sind Sie für die U-Abstimmung? Ja, nein. Also eigentlich haben wir jetzt so grob jetzt eigentlich alles durch, die meisten Fragen. Herr Preuß, also Sie haben ja gesagt, Sie treten auch nicht nochmal an. Sie haben auch schon einen relativ langen Lebensweg hinter sich, sodass Sie, glaube ich, auch zu einer Gruppe sprechen können von Personen, die vielleicht mal in der Pflege gearbeitet haben, dann der Pflege den Rücken gekehrt haben oder vielleicht Leute, die sagen, oh, ich würde mich gerne umorientieren, mein Beruf macht mir keinen Spaß. Würden Sie denn mal einen kleinen Aufruf für uns starten, sich für die Pflege zu begeistern, in die Pflege wieder zurückzukommen oder in die Pflege hineinzukommen, in den besten Beruf oder ins beste Tätigkeitsfeld der Welt? Ja, natürlich. Ja, liebe Leute, der Pflegeberuf ist ein sehr interessanter und hochattraktiver Beruf. Er macht Spaß. Es ist eine Arbeit, die nicht nur einen Beruf darstellt, sondern auch eine Arbeit ist an den Menschen und mit den Menschen. Wir haben es ja hier zu tun mit Menschen, die pflegebedürftig sind, die nicht mehr für sich selbst, jedenfalls nicht mehr in vollem Umfange, für sich selbst sorgen können und deshalb auf die Hilfe anderer Personen angewiesen sind. In der Familie kann das häufig durch die Angehörigen nicht sichergestellt werden. Deshalb muss man auf Menschen zurückgreifen, die den Beruf der Pflege ergreifen und über das entsprechende Know-how, sprich die Ausbildung, verfügen, um eine Pflege fachlich qualifiziert sicherzustellen. Also, damit ist schon eine große Herausforderung verbunden, die auch im Interesse unserer gesamten Gesellschaft ist, denn nur so werden wir die soziale Teilhabe der pflegebedürftigen Menschen an unserem gesellschaftlichen Leben organisieren und sicherstellen können. Und deshalb kommt den Pflegekräften eine ganz, ganz besondere Funktion zu. Und als Politiker und Mitglied dieser unserer Gesellschaft kann ich mich dafür nur herzlich bedanken. Es ist ein großartiger Beitrag im Interesse des Zusammenhalts und des Zusammenlebens der Menschen in unserer demokratischen Gesellschaft. Deshalb kann ich Sie nur ermuntern, diesen interessanten Beruf zu ergreifen, sich ausbilden zu lassen und einen weiteren beruflichen Lebensweg, der dann auch gut vorgezeichnet ist, durch ein Berufsbild zu gehen. Herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank dafür, Herr Preuß. Das war ja ein toller Aufruf gewesen. Dustin, wir haben alles soweit besprochen. Herr Preuß, wollen Sie noch irgendwas sagen? Wollen Sie noch irgendwas loswerden? Ja, ich möchte noch loswerden, dass ich wirklich darum werben möchte und darum bitten möchte, die Pflegekammer zu akzeptieren, sie zu unterstützen in ihrer Arbeit und vor allen Dingen sich auch selbst einzubringen, denn es kommt auf die Expertise jedes Einzelnen an. Es ist ein Mittel, um in unserer Demokratie hier den Bereich Pflege
auch wirklich im Interesse aller abzudecken und auch die Themen zu bearbeiten und Probleme zu lösen, die sich im Zusammenhang mit der Pflege ergeben. Politik alleine kann das nicht gewährleisten. Und deshalb ist für mich die Pflegekammer unabdingbar, weil nur so sichergestellt werden kann, dass die Pflege wie Ärzte, wie Krankenhäuser, wie Apotheken Bestandteil dieses Gesundheitssystems werden. Deshalb Pflegekammer, wir verlassen uns auf die Pflegenden und nicht auf allgemeine Politik. In diesem Sinne, registriert euch für die Pflegekammer. Also alle diejenigen, die in NRW wohnen und Pflegefachpersonen sind, registriert euch für die Pflegekammer. Stellt euch auf, stellt euch gerne zur Kammerwahl auf, zum ersten Kammerparlament der Pflege in Nordrhein-Westfalen. Registriert euch, geht ganz simpel und ganz einfach über die Homepage. Wir stellen euch auch einen Link nochmal in die Shownotes, der direkt zur Registrierung führt. Man braucht auch erstmal gar nichts außer den Personalausweis, wenn man sich online registriert. Das geht innerhalb kürzester Zeit ganz schnell selber, ohne große Probleme. Ja, vielen Dank für dieses total interessante und nette Gespräch. Herr Preuß, vielen Dank, dass Sie die Zeit sich genommen haben für uns und mit uns so ein bisschen in die Pflegelandschaft in NRW geschaut haben und insbesondere auch nochmal auf die Pflegekammer, die jetzt entsteht. Wir wünschen Ihnen für Ihre Fraktion, wünschen wir für den anstehenden Wahlkampf alles Gute und viel Energie. Ich glaube, das braucht man im Wahlkampf. Ich glaube, man sieht manchmal so die Vorher-Nachher-Bilder von den aktiven Politikern vor dem Wahlkampf und nach dem Wahlkampf. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr energiezehrend. Genau, also dafür viel Energie und viel Erfolg. Wir verabschieden uns mit dieser Folge. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr weitere Fragen habt an die nächsten gesundheitspolitischen Sprecher, dann schreibt uns gern an podcast@pflegekammer-nrw.de. Auch bei weiteren Fragen zum Podcast oder zur Pflegekammer könnt ihr gerne dahin schreiben. Auch diese Adresse ist in den Shownotes. Ich bedanke mich bei dir, Dustin, für die gemeinsame Moderation und wünsche uns allen einen schönen Tag. Tschüss! Bis dann, bleibt gesund!